Eine schöne Urkunde und kann sich dann immer auch daran erinnern, dass sie den schönsten Marktstand hier auf dem Kram- und Kräutermarkt hat. Majestät und Ehrenolitäten Majestät bekannt zu geben. Ich bitte ebenfalls nach vorn die Bianca Ulbrich, die in der Jury mitgewirkt hat, die Heide-Rose Friebel, auch altbewährtes Mitglied unserer Jury, die heute den ganzen Tag von heute Morgen an hier im Auswahlverfahren mit dabei war, und ich bitte ebenfalls nach vorne die Carola Hebentanz, auch hier ein altbewährtes Jurymitglied hier bei uns in Großbreitenbach. Siegwart, walte deines Amtes und gib sie bekannt, die Thüringer Olitätenkönigin, die 26. Thüringer Olitätenkönigin. Die Thüringer Olitäten Majestät zu krönen, die Frau Jana Müller-Meinke. Zunächst erstmal die Scherbe. Auch von mir herzlichen Glückwunsch und alles, alles Gute auch weiterhin und für die Zukunft und für die Amtszeit. Ist es soweit? Die Krone wird aufgesetzt, die Urkunde überreicht. Und es ist mir heute eine Ehre, nach vielen, vielen Jahren die Scherbe zu überreichen für den zukünftigen Ehrenolitäten-Majestät, unseren Ferdinand, der schon mehrmals sich beworben hat. Und es ist mir eine große Ehre, heute dir die Scherbe zu überreichen. Die Krone wird aufgesetzt und das darf ich tun. Und das mache ich natürlich gern.